Hast du noch ein Krippel gesehen? Nein, also. Hast du dich ein Sandra Mosel angenommen? Glaubt das für dich so? In dieser Welt macht man keine Gefangenen. Ich hab nie was gehört. Du Greenhorn, du. Die ganze Zeit eine Stimme kannst flüstern in deinem Hinterkopf. Irene. Irene. Du drehst einen Schwarz-Weiss-Film. Kunst. Nicht das, was die Sponsoren in den letzten 5 Jahren darauf angekumpelt sind. Du hast dich mit 200'000 Stutz verschuldet. Auf deine Bettelbriefe hast du monatelang keine einzige positive Rückmeldung gekommen. Und jetzt kommt so ein Galliker und schiebt dir den fehlenden Stutz einfach so rüber. Das glaubst du doch selber nicht. Aber du willst es eben glauben. Weil du weißt, es geht jetzt um alles oder nichts. Wenn es das mal nicht klappt, dann ist der Zug abgefahren. Dann kannst du gerade Konkurs anmelden. Aber der Galliker hat Verträge aufgesetzt, hat er gesagt. Es gibt überhaupt keinen Grund, pessimistisch zu sein. Also, weiterarbeiten. Den Schauspieler Bescheid geben, dass es weitergeht. Das Tonstudio anmieten für die deutsche Synchronisation. Die Westernkulisse in Auftrag geben. Geschäftig sein, geschäftig sein, geschäftig sein. Und das alles, nur für das du die Stimme nicht mehr hörst im Hintergrund. Und irgendwann hörst du sie tatsächlich nicht mehr. Was macht Sandra? Wer? Deine Gymnastiklehrerin? Yoga-Lehrerin. Längst vorbei. War immer nur Stress. Sag lieber, was wir mit Mama machen. Jemand wird sich um sie kümmern müssen. Jemand? Ich muss auf Lesereise, habe ich doch gesagt. Und ich habe eine Fortbildung. Und die dauert Wochen? Ja, die dauert Wochen. Sozialmanagement, das ist wichtig für mich. Außerdem habe ich Stress mit Alex. Du hast dauernd Stress mit Alex. Als wir uns das letzte Mal sahen, da wolltest du dich trennen. Was weißt du schon? Und sowieso, es interessiert dich doch gar nicht. Warum soll es mich nicht interessieren? Warum sagst du das? Ach komm, hören wir auf zu streiten. Ich streite nicht. Wir wissen nicht mal, ob sie das überlebt. Als ich noch ein Kind war, habe ich mir manchmal vorgestellt, dass meine Eltern gar nicht meine richtigen Eltern sind. Dass sie mich gefunden haben. In einem Körbchen vor der Tür oder adoptiert. Aus irgendeinem Waisenhaus in Ruanda oder so. Der Gedanke war schon gar nicht so abwegig, weil meine Mutter ist blond und mein Vater natürlich nicht. Es gibt 2 Sachen, die ich hasse. Das erste ist, wenn man mir ohne zu fragen über die Haare streicht. Und das zweite, wenn man von mir in dritter Person redet, auch wenn ich da bin. Wenn meine Grossmutter mit mir in diesem kleinen, blau-weiß gestreifelten Buggy durch den Kaff gewägelt ist, hat es gegenseitig gegeben, die ich gekannt habe. Ich angeschnallt in diesem Buggy. Hat plötzlich so einen riesen Pranken auf dem Köpfchen. Jö, wie herzig, ganz deutsch. Hey, hure unangenehm. Okay. Okay, also, das war gut. Ja.